Gut, ich glaube, wir können anfangen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Inspiration Chats von SwissSkills. Merci, habt ihr euch eingeloggt und interessiert mich für den Beruf Elektroinstallateur. Ich bin Sarah, ich arbeite bei Tele Zürich in der Online-Redaktion und ich darf heute das Interview führen mit dem Simon Koch. Hallo Simon. Hallo miteinander. Bevor wir anfangen, schnell noch ein kleiner Hinweis. Wir haben einen Fragen- und Antworten-Chat. Dort könnt ihr während dem Interview eure Fragen an Simon in Bezug auf seinen Job stellen und ich versuche, so viel wie möglich zu beantworten. Simon, ich gratuliere, du hast gut gemacht an den Euroskills. Unglaublich. Voll, ja, danke schön. Was ist dein Erfolgsrezept? Wie kann man so eine Leistung erbringen? Ja, also ich sage, es ist sicher auch noch im Training zu verdanken. Ich habe doch relativ viel trainiert. Insgesamt würde ich sagen, etwa 15 Wochen, dadurch, dass es jetzt so eine Verzögerung gegeben hat. Und dann, denke ich, habe ich die Ruhe bewahrt am Wettkampf selber. Ich habe wenig Fehler gemacht, zum Glück. Und habe die Sache eigentlich nur einmal gemacht. Ja. Chapeau. Also, schnell zum dich noch ein bisschen besser kennenlernen, ein kurzes Entweder-oder-Fragenspiel. Kino oder Theater? Kino. Teppich oder Laminat? Laminat. Winter oder Sommer? Sommer. Strand oder Berge? Beides. Halb. Okay. Also kommen wir zum Wesentlichen, zu deinem Job. Hast du schon immer gewusst, dass du Elektroinstallateur möchtest werden? Ja, das habe ich wirklich schon immer ein bisschen gewusst. Ich habe immer Interesse an Elektrizität, Strom gehabt und an ja, allgemein mit den Zeugen, wie Technik funktioniert. Und dann hat sich Strom irgendwie so ergeben. Und ja, das war nicht irgendwie eine Überraschung für jemanden gewesen, ja. Hast du viel Schnupperlehre gemacht? Nein, also ich habe bei verschiedenen Betrieben als Elektriker bin ich schnuppern und neuerdings noch als Dachdecker, weil ich gerne klettern und in der Höhe bin. Wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ich bin jetzt im Service unterwegs, das heisst, ich mache keinen Neubau mehr. Darum sieht er jetzt ein bisschen anders aus. Das heisst, ich komme am Morgen in die Bude, dann schauen wir schnell, was es für Aufträge heute verarbeiten oder mache ich selber noch Termine abmachen. Und dann gehe ich meistens zu Kunden heim, manchmal auch in die Industrie, dort Störungen beheben, Fehler suchen oder so Lampen montieren oder ja, was gerade anfällt. Ja. Ich habe schon eine erste Chatfrage, oder schon ein paar. ist dir Alltag stressig oder eher chillig, wie es da steht? Ja, also ich sage, da kann man ein bisschen auch selber entscheiden. Ich kann jetzt, ja, ich bin jetzt immer einer, der ein bisschen schneller arbeitet und darum ist es sicher auch ein bisschen anstrengender, ja, wie bei anderen vielleicht. Wie lang sind deine Arbeitstage? 8 Stunden. Ja, 8¼, glaube ich, mit Vorholen, ja. Und geht es manchmal schon ein bisschen darüber aus, oder ist es eigentlich recht? Ja, aber wir werden jetzt bei uns sicher nicht irgendwie gedrängt oder gezwungen, zum länger zu machen. Also wir können, wenn wir wollen, um 7 Uhr kommen und um 5 Uhr gehen. Also das funktioniert gut. Wie viel Schule und wie viel Praxis hast du in Lehre oder hast? Ich habe die Lehre mit BM gemacht, das heisst, ich habe 1,5 Tage Schule und 3,5 Tage Praxis. Und im zweiten Lehrjahr hat man dann alle 2 Wochen einen Tag mehr Schule. Einfach noch. Aber sonst ist man mehrheitlich am Arbeiten. Und wie lange geht die Lehre? 4 Jahre. 4 Jahre, okay. Und was hat man für Weiterbildungsmöglichkeiten nach diesen 4 Jahren?
Ja, was man gerade kann machen, ist eigentlich der Projektleiter. Da geht man knapp 2 Jahre in die Schule, also immer wieder 2-3 Wochen. Und dann könnte man zum Beispiel ins Büro wechseln oder grössere Baustellen leiten. Und dann könnte man den Meister machen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weder Projektleiter noch Meister zu machen. Ich bin zu der Fachhochschule und studiere Elektrotechnik. Das heisst Elektroingenieur irgendwann. Also gibt es eigentlich sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Job? Sehr viel, ja. Also ich habe schon mit vielen geredet und die haben gesagt, Strom ist sehr eine gute Grundlage, wenn man irgendwie in der Technik etwas weitermachen will. Ja. In was muss man gut sein für deinen Beruf? Ich würde sagen, man muss logisch denken. Mathematik und Physik ist schon auch noch ein grosses Thema in der Schule. Aber sonst muss man vor allem Interesse haben und auch mögen mal ein bisschen arbeiten und halt zwischen die auch in der Kälte draußen sein. Manchmal. Also wetterfest sollte man sein. Ja. Kann man kreativ sein in deinem Job oder ist die meistens alles schon relativ vorgegeben? Ja, jetzt auf dem Neubau, so ein bisschen am Anfang in der Lehre, hält sich das Kreative eigentlich noch in Grenzen. Dort schafft man auch viel nach Plan. Aber ich zum Beispiel im Service, ich kann schon kreativ sein und Kunden beraten, so wie ja, ihnen meine Ideen eigentlich erzählen. Ja. Hast du viel Kundenkontakt? Ja, sehr viel, ja. Also nichts für introvertierte Leute, oder? Nein, aber das ist jetzt eher ein bisschen beim Service. Oder? Wenn man der auf dem Neubau ist, dann hat man je nachdem nicht so viel Kundenkontakt. Wie viel verdient man als Elektroinstallateur ohne Weiterbildung? Ohne Weiterbildung hat man ein Jahr nach der Lehre einen Mindestlohn von 5'000 Franken. Und dann geht es rauf. Der geht zu, genau. Also ich würde sagen, für einen Handwerker ist das eigentlich ein guter Lohn. Ja. Hast du ein Lieblingswerkzeug? Ein Lieblingswerkzeug? Ist nein. Ist eine Frage? Ehrlich gesagt, nein. Vielleicht mit Akkuschlag. Sagen wir den Akkuschlag. Wieso? ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht sagen. Ja. Was fasziniert dich an deinem Beruf am meisten? Ja, dass man sehr vielseitig muss sein. Also jetzt auf dem Neubau sieht man die ganze Baustelle vom ersten Tag fast bis zum letzten Tag, wo die Kunden eingezogen sind. Also wirklich, man hat Rohbau, man ist dort, wenn sie noch am Ausheben sind und man sieht jeden Schritt, man sieht durch das auch alle Handwerker auf der Baustelle und lernt wirklich gute Leute kennen. Also es ist sehr abwechslungsreich. Es ist auch eher ein Teamwork-Job in dem Fall. Also du bist nicht oft alleine. Ja, also auf einer Baustelle ist man eigentlich oft mindestens zweite. Ja. Und du arbeitest sehr selbstständig oder wie da? Ja, also wir haben natürlich Pläne, wo man sich ein bisschen daran halten sollte, aber wir schauen selber mit dem Bauleiter, wir schauen mit dem Polier von den Maurer, wie, wenn muss die Decke fertig sein, oder wir tun eigentlich das meiste selber machen, ja. Organisieren auch. Chat schnell schauen. Ist man auf der Baustelle, bist du auf der Baustelle viel draussen? Oder, also ich stelle mir die Frage so, bist du eher drinnen am Arbeiten oder eher draußen? Ich jetzt eher drinnen. Auf der Baustelle würde ich sagen, ist es halb oder 60 drinnen und 40 draußen, weil sobald wir beim Rohbau die Wände stehen und vielleicht sogar schon die Fenster drinnen sind, dann ist man schon halbwegs drinnen eigentlich. Ja. Ist es schwierig, eine Lehrstelle zu finden? Nein, ich würde sagen nicht. Nein. Es gibt viele Stromerbetriebe und es sind auch viele am Suchen. Es braucht viele Lehrlinge. Was war das Beste, was du in deinem Job erlebt hast? Oder so das Highlight in deinem Berufsalltag?
Oh. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob es da so ein Highlight gibt. Ich kann nicht. Was gefällt dir am besten? Ja, wirklich die Abwechslung und die Vielseitigkeit. Dass ich jetzt nicht weiss, wo ich am nächsten Tag bin und was mich dort genau erwartet. Das ist das, was ich spannend finde. Ja. Und was hast du am wenigsten gern an deinem Job? Ja, halt, wenn man im Winter muss für aussen bei Schnee gehen, Störung suchen in der Gartenbeleuchtung und ich muss Schächte ausgraben oder so, das ist einfach ein bisschen weniger lustig. Aber wir sind ja dann gleich wieder an der Werbung. Würdest du sagen, es ist ein Beruf für jemanden, der nicht weiss, was er werden will? Ja, unter anderem, ja, am liebsten hat man natürlich den Lehrling, der sich dann trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht der Beruf ist, der sich dann trotzdem Mühe geben und interessiert sind. Aber wenn man dann merkt, du, das ist jetzt nicht so meins gewesen, dann gibt es eben, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten zum Branchenwechseln. Gibt es etwas, was du mega gelernt hast in diesem Beruf, was dich persönlich weitergebracht hat in deinem Leben? Ja, ich würde schon sagen, ich bin wahrscheinlich schon sehr flexibel geworden und so ein bisschen offener gegenüber von Kunden und Menschen, ja. Ich muss noch den Chat durchlesen. Das sind ganz viele Fragen. Darf man in deinem Job eher präzise oder kreativ sein? Ich würde sagen, eher präzise, ja. Und ist es ein gefährlicher Job? Wenn man sich an all die vielen Vorschriften hält und die befolgt, dann nicht unbedingt. Also ja, es kann immer etwas passieren, aber es ist jetzt nicht so ein Hochrisikojob. Machst du mal ein Beispiel von so einer Vorschrift, die man einhalten muss? Oder auf was sollte man sich achten? Das Wichtigste ist wahrscheinlich nicht unter Spannung arbeiten, halt mit dem Stromer, ja, dass es einem keinen putzt. Das ist so die wichtigste Regel eigentlich. Ja. Ist das schon öfter vorkommen? Ja. Okay. Und wie sieht es sonst so mit der Sicherheit aus? Werden die geprüft vorher? Also darf man sich da schon darauf einstellen, in der Lehre, dass man gut geschult wird? Auf was dass man schauen sollte und was eher? Ja, das lernt man eigentlich alles in der Schule. Dort zum Teil kommen die Leute von der SUVA vorbei und dann einem erzählen, auf was man muss schauen muss. Aber vor allem in der Schule und auch im Betrieb oder lernt man, wenn man was muss anlegen und was man muss beachten. Und in den UKAs, in den überbetrieblichen Kurs, lernt man das dann auch. Ja. Denkst du, es ist ein Job, den es in Zukunft noch viel brauchen würde? Ja, von denen wird es sicher nicht weniger brauchen, sondern immer mehr, weil in einem Haus hat man halt immer mehr Elektrizität und Gebäudesystem drin, wo man zusammen funktionieren. Also es wird immer mehr kommen, ja. Wir kommen langsam ans Ende vom Interview. Hast du noch einen Tipp an die Schüler? Ja, wenn ihr euch für den Beruf interessiert, dann geht ihr schnuppern. Geht vielleicht auch in 2-3 Firmen. Es gibt da schon auch Unterschiede. Und ich kann euch den Beruf empfehlen. Und der macht Spass. Und ja, aber entscheidet euch für das, was euch interessiert. Merci. Ja. Merci, habt ihr eingeschaltet. Und eben merci dir. Und für alle die Fragen, die jetzt noch offen sind, bleiben im Chat, ihr könnt auf der Swiss Skills Connect Seite, hat eine E-Mail-Adresse, dort könnt ihr eure Fragen stellen. Wir werden euch die sehr gerne noch beantworten. Für die, die erst später zu diesem Video sind, dazugeschaltet, es ist aufgenommen worden und ihr könnt das morgen euch gerne noch mal von Anfang an anschauen. Merci vielmals für eure und deine Zeit und ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend. Merci gleichfalls, wünsche ich euch auch. Tschüss. Ciao zusammen.